Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von CSGO Real Talk, heute auf Cobblestone. Die Map, die früher irgendwie nur Cobble oder Civil hieß. Ja, keiner wusste genau, wie die Map früher hieß. Und deswegen haben wir sie in CSGO einfach mal umbenannt in Cobblestone. Heute möchte ich mit euch wieder über einige Dinge sprechen. Und zwar habe ich jetzt am Donnerstag mein Hilfeplangespräch. Und hier habe ich dann im Vorfeld nochmal mit meinem Betreuer geredet. Ich möchte gleich dazu sagen, nein, ich habe keinen Betreuer in meinem Leben, sondern ich habe nur einen auf meiner Arbeit. Also ich habe jetzt keinen Betreuer, der jetzt irgendwie für mich dauerhaft zuständig ist, sondern ich habe wirklich nur einen auf der Arbeit. Und ich bin da auch der Meinung, dass man immer so frei bleiben sollte wie möglich und dass ihr euch möglichst keinen Betreuer holt, ja? Denn viele holen sich einfach nur einen Betreuer aus Faulheit und geben dann dafür ihre Rechte ab. Das finde ich nicht so gut. Man sollte immer so frei bleiben wie möglich. Also, falls ihr mal an Betreuung denkt oder so, macht das wirklich nur, wenn es auch nötig ist, ja. Weil ihr gebt damit automatisch auch Rechte auf. So, nun hatte ich im Vorfeld also dieses Gespräch mit meinem Betreuer wegen der Hilfeplanung. Die Hilfeplanung hat das allerdings wegen meiner Arbeitsaktivität. Hat sie den weiteren Verlauf auf meiner Arbeit in der Fahrradwerkstatt, hat sie kritisch gesehen, weil es da keine Verbesserungen gab und zu wenig Aktivität gab, weil ich einfach so zufrieden war mit der Situation, wie sie ist, ja. Aber Hilfeplanung setzt immer Ziele voraus, die muss man oder sollte man möglichst erfüllen und wenn dann da zu wenig Aktivität und Einsatz kommt, dann gibt es ein Gespräch und dann wird entschieden, ob für mich dann in diesem Fall diese Arbeit weiterfinanziert werden kann oder nicht. So, ich habe dann also im Vorfeld mit meinem Betreuer nochmal geschnackt und der hat mir dann auch nochmal gesagt, ich soll dann da ganz offen sein wegen meiner Ziele und so, dass ich das alles klar benennen soll. Einfach, ich soll da einfach ehrlich bleiben, ein bisschen diplomatisch rangehen und dann wird das schon passen, weil meine Ziele sind einfach, dass ich da bleiben kann. Dann findest du gut so, wie es ist. Komm mit den Kollegen und so allen super zurecht. Essen gibt es da auch. Ich kann mir da ein bisschen was zuverdienen und für meine Struktur ist das auch gut. Ja, das sind so die Gründe, warum ich da bleiben möchte. Und wenn ich das nicht kann, dann möchte ich gerne nur noch zu Hause bleiben. Dann möchte ich mich weiter auf meine Internetaktivität konzentrieren. Was ich ja so auch kann, wenn ich da bleibe, aber die Hilfeplanung, wenn die jetzt sagt, ich kann jetzt nicht dort bleiben bei der Fahrradwerkstatt, dann wird sie mit irgendwas anderes ankommen. Die wird dann irgendwie mit Ergotherapie ankommen oder mit irgendwelchen anderen Projekten, wo ich dann wohl auch kein Geld dazu kriegen werde. Und auf sowas habe ich alles keinen Bock. Deswegen sind meine Ziele ganz klar: entweder Fahrradwerkstatt bleiben oder Internetaktivität weiter ausbauen. Das habe ich mir jetzt gut überlegt, die Tage, und dabei werde ich bleiben. Ich werde mir da nichts irgendwie anderes einreden lassen, worauf ich dann überhaupt keinen Bock habe. Weil das kann nicht sein, dass man mir dann da vielleicht irgendwas aufzwingen wird oder so. Naja. Auf jeden Fall habe ich mich da dann da auch nochmal mit meinem Betreuer darüber unterhalten, ob ich da dann irgendwie kann nicht mehr reden, Sanktionen kriegen würde oder ob ich da irgendwelche anderen Bestrafungen kriegen würde. Nein, würde ich nicht. Sondern laut seiner Aussage ist das ja nur eine Hilfeplanung und diese Behörde, die hat jetzt nicht so viel Macht, dass sie mich zu irgendwas zwingen könnte oder dass sie mir irgendwie etwas kürzen könnte. Das können die sie nicht, denn ich bin ja eigentlich bei der Stadt, von der kriege ich ja mein Geld.
Also Grundsicherung kriege ich ja und ja, das darüber kann die Hilfeplanung nicht entscheiden, ob ich das weiterkriege oder nicht. Also mir kann da nichts passieren und deswegen hat er mir empfohlen, dass ich da einfach ehrlich bleiben soll für meine Ziele, also die benennen soll. Und dann wird das schon passen, auch wenn das die Hilfeplanung dann gerne anders sieht. Ja, das ist nämlich eine Dame von der Hilfeplanung. Ich glaube, die ist so 40 oder so. Mit der kam ich eigentlich immer ganz gut zurecht, aber wie gesagt, sie hat das jetzt eben kritisch gesehen, dass da keine Besserung passiert ist auf meiner Arbeit. Und ja, meine Ziele habe ich ja jetzt auch genannt. Und an diesen Zielen werde ich weiter festhalten. Das nächste Thema ist, dass ich vor einer Woche kurz mal im Dunkeln war im Keller. Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich wollte ganz normal zur Arbeit fahren mit dem Fahrrad. Dafür das Fahrrad im Keller, das muss ich immer erst hochholen. Der Nachbar gegenüber von mir, den habe ich übrigens anders in Erinnerung. Da kam ein älterer Herr raus. Also ich glaube, das war nicht der richtige Nachbar oder da ist jemand Neues eingezogen und ich habe es nicht mitbekommen, keine Ahnung. Der ist allerdings auch vor mir in den Keller gegangen. Und war dann da auch noch drin, als ich im Keller war. Also ich habe ganz normal meine Kellertür aufgeschlossen. Und ja, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ach ja, ich habe ganz normal meine Kellertür aufgeschlossen. Wenn man nur den Kopf zieht, das ist echt Skillsache. Und der Nachbar, der war dann da auch noch in seinem Keller irgendwie am Rumwühlen oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich das dann nicht gesehen, was der da macht. Und meine Kellertür war allerdings auf und das kann man eigentlich nicht übersehen, wenn man zum Kellerausgang wieder geht, ja. Weil meine Kellertür, die ist dann direkt auf dem Weg, also das kann man eigentlich nicht übersehen. Und dieser ältere Herr, der war dann vor mir fertig im Keller, ist dann nach oben gegangen, Richtung Kellerausgang und hat dann einfach Licht ausgemacht und Tür zugemacht. Ja, entweder hat er das mit Absicht gemacht, was ich aber nicht weiß. Oder er hat es einfach übersehen, dass ich da war. Wie gesagt, es war ein älterer Herr. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war ich da auf einmal im Dunkeln im Keller. Und ja, war aber jetzt nicht so wild. Ich habe einfach kurz mein Smartphone angemacht und dann hatte ich die Tür wieder. Also, alles kein Problem, alles easy. Ich habe mich nur über die Situation gewundert und wenn das nochmal vorkommen wird, dann werde ich ihn auf jeden Fall drauf ansprechen, was das soll. Das nächste Thema ist, dass ich ein bisschen Clinch hatte mit meinem Kollegen, beziehungsweise ich hatte mit ihm ein Gespräch, weil ich habe ja zwei Ex-Freundinnen. Mit denen treffe ich mich auch ab und zu immer noch und bin mit denen noch gut befreundet. Ich schreibe mit denen auch noch und so weiter. Und er hat die dann aber immer schlecht gemacht, weil er immer nur die negativen Seiten hervorgeholt hat. Was ich dann allerdings nicht so gut fand, weil er kennt nicht alle Fakten und ich kenne auch nicht alle Fakten über seine Freundin, außer dass er sie noch nie gesehen hat. Na, die wohnt irgendwie weiter weg. Aber er meint, das ist seine Freundin, okay. Und ja, ich habe, wie gesagt, nie schlecht über seine Freundin geredet und er hat dann immer nur die schlechten Sachen hat er immer wieder erwähnt, immer so in komischen Situationen. Und ich habe dann einfach mal gesagt, dass er das sein lassen soll, weil ich bin ja mit den beiden immer noch gut befreundet. Ich habe mit denen immer noch ein gutes Verhältnis. Und hat er dann aber nicht zuerst eingesehen, aber dann so nach 2 Minuten hat er das dann doch eingesehen, ja. Das meinte dann, ja, dann könnte er über irgendwas anderes lästern oder reden. Aber dann kurz danach hat er dann doch Einsicht gezeigt, dass er das in Zukunft sein lassen wird. Und da bin ich sehr froh drüber, dass er das gemacht hat, dass er das beziehungsweise auch gesagt hat. Weil sonst gibt es nämlich nur wieder unnötig Stress, ja. Und er kennt nun mal nicht alle Fakten über meine Beziehungen. Er kennt nur
die Situation, wo er mal dabei war oder so. Und das kann nicht sein, dass er da immer nur das Schlechte rauskramt. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen und fürs Zuhören dieser Folge. Und ich würde sagen, ich halte euch weiter auf dem Laufenden und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video oder im Livestream. Dankeschön.